Ungewöhnliche Bilder und Szenen, die sich am Aschermittwoch rund um den Münchner Liebfrauendom abgespielt haben. Eine Künstlergruppe gestaltete tänzerisch und mimisch den Übergang vom Fasching zur Fastenzeit. Aus den bunten Masken und Kostümen schälten sich schwarz gekleidete Menschen verschiedenster Altersgruppen heraus. So zog die Truppe in den Dom ein. Highlight der Performance war der Tanz auf dem Ascheteppich durch den Mittelgang des Domes Richtung Altar. Asche und Staub, hilfesuchende Menschen, die Gott anrufen, Ruf um die Befreiung aus dem Leid, das ist die Symbolik in dieser Darstellung der Fastenzeit. Beim anschließenden Pontifikalgottesdienst zum Aschermittwoch der Künstler erinnerte Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt an Albrecht Dürers Selbstbildnis im Pelzrock. Dürer drücke in diesem Schlüsselwerk der christlichen Kunst aus: Christus ist mein persönlicher Orientierungspunkt. Ich lebe in ihm. Ich kann ein zweiter Christus werden, so Kardinal Marx. In Christus sind wir aufgebrochen auf die Möglichkeiten hin. Er, der die Sünde nicht kannte, ihn hat Gott für uns zur Sünde gemacht, zur Asche gemacht, damit aus dieser Asche, aus diesem Tod die eigentliche Möglichkeit hervorbrechen kann, die uns von Gott her geschenkt werden soll. Und da kann Kunst eine große Hilfe sein. Sie kann uns den Blick öffnen für das andere, für die Möglichkeit. Als ein äußeres Zeichen des Gottesdienstes legten die Priester den Gläubigen im vollbesetzten Dom das Aschekreuz auf. Beim anschließenden Empfang in der Münchner Muffathalle bedankte sich Kardinal Marx bei den Kunstschaffenden aus dem Erzbistum München und Freising. Wenn es um das Geheimnis des Lebens, um das Geheimnis der Schöpfung, des Menschen, um das Geheimnis Gottes geht, dann waren die Künste immer ein ganz, ganz wichtiger Weg, um das zum Ausdruck zu bringen, das geheimnisvolle, große, herrliche, schöne. Und deswegen ist das Gespräch zwischen Kunst und Kirche auch von außerordentlicher Bedeutung. Wir können uns ja keine Kirche vorstellen ohne Kunstwerke. Für viele der geladenen Künstler ist die Fastenzeit und damit die Vorbereitungszeit auf Ostern eine wichtige Zäsur im täglichen Leben und Arbeiten. Ich nehme sie mal sehr bewusst die Zeit wahr, auch mal auf Dinge zu verzichten, finde ich sehr wichtig, weil wir alle im Überfluss leben. Und insofern ist der Gottesdienst ein gewisser Auftakt, auch nochmal Mut zu fassen, um es auch durchzuhalten. Zu sagen, bedenke Mensch, du bist Staub und zu Staub kehrst du zurück, ist für mich die Herausforderung, meine Zeit auf Erden zu nutzen. Traditionell werden am Aschermittwoch rund 1000 Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zum Austausch und Zusammensein eingeladen.